Willkommen zurück zu Ron's Human und unserem kleinen Giga hier. Ihr seht, ich war ein bisschen fleißig mal wieder. Ich konnte es nicht lassen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz umbauen, ja, und da bin ich ein bisschen eskaliert. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Okay, da ist, glaube ich, gerade ein Schwein gestorben. Ziemlich heftig gestorben. Auf jeden Fall habe ich das jetzt mal ganz kurz gemacht. Und zwar, ich zeige euch gleich warum, was ich da gemacht habe. Das nehmen wir mal mit und das nehmen wir mal mit. Da hinten ist wieder Ding. Event. Und zwar eigentlich nur eine kleine Sache. Ich habe jetzt mal oben ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht gehen wir heute auch noch in der Aufnahmesession mal ran und machen hier noch eine kleine Küche rein. Damit das endlich mal so ein bisschen nach Haus aussieht, ne? Habe jetzt oben eben alles verteilt, also hier. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch die Dinger hier reingemacht, ein bisschen Deko reingemacht. Das ist nicht wirklich viel, ne, aber die Dinger sind jetzt hier angeschlossen, so dass wir da rein theoretisch ja auch noch ein bisschen was dran machen können, ja. Extra Raum gemacht, finde ich ein bisschen besser. Zwischendrin habe ich gesagt, okay, machen wir uns so eine kleine Lounge, so eine kleine Sitzecke. Das ist halt alles nicht schön, aber ist es okay. Ja, die Bilder sind ganz geil, aber das war es dann aber auch. Und hier haben wir unsere kleine Schmelze reingemacht, ja. Es ist halt ein bisschen bitter mit dem Zeug zu handhaben, was man so halt hat. Gerade an Wänden, ne? Da wollte ich mit euch eh mal durchgehen, aber wenn man mal hier so raue Steinewände kriegt oder sowas, ich weiß nicht, ob das, ob man das bekommt, aber das ist charakterübergreifend. Ich denke mal, das musst du kaufen. Denke ich jetzt mal. Ja. Und dann wäre das halt schon irgendwie geiler, wenn man hier irgendwie was anderes hinkriegen würde. Die dunkelgraue Zementstruktur zum Beispiel oder irgend sowas halt. Das hätte besser aussehen hier drin. Aber naja. War dann auch noch Farmen. Wie gesagt, habe da jetzt nochmal das Gold und das Silber angeschmissen. Und hier habe ich eben jetzt ein bisschen Wolfram reingeballert. Und da können wir den Rest eigentlich jetzt hier auch schon mal starten. So, mehr haben wir eh nicht, weil wir keine Säure mehr haben. Aber dann haben wir wieder ein bisschen Wolfram. Müssen wir mal gucken. Wir haben noch 2000 Schuss. Jetzt müssen wir mal nach unten gehen. Nochmal Muni machen. Wie sieht das aus mit der ersten? Ja, die reicht. 1000 Schuss. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Und zwar Wolfram Gewehrmunition. Das ist die hier. Da können wir uns mal 2000 Hammer. Ja, dann haben wir dann 5000 Schuss. Das reicht. Das können wir mal machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen übrig. Und da können wir gleich nochmal gucken, was wir schönes kalibrieren können. Mit dem bisschen, was wir jetzt hier noch haben. Ist ja nicht viel. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, kalibrieren. Rein theoretisch könnte man die jetzt auf 8 machen. Ja, kostet aber uns 500. Das ist halt schon ein ganz schönes Wörtchen. Bringen tut es uns aktuell nichts. Wir müssten eher auf 8, ja. Wir müssten eher auf 10 bringen. Die hier jetzt nochmal machen, das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil dann hätte man da ein bisschen mehr Stabilität drin und so. Aber ich habe mir erst gedacht, ich will erst die... Oder haben wir die Rüstung komplett aufgeschüttet? Doch, die haben wir schon komplett fertig gemacht, ne? Stimmt. Die ist ja schon komplett fertig. Das heißt, wir können an die Waffen gehen. Dann machen wir jetzt hier mal. Von 386 auf 93. Das sind genau nach Adern Riesen 7, 8 Punkte. Geil. Und jetzt sehen wir ja, was wir hier brauchen alles. Es ist arschteuer. Aber naja, was sollen wir machen? Wir sollten das einmal tun. Und dann machen wir das auch. So. Okay. Ja, ich würde jetzt sagen, ich warte jetzt eigentlich ganz kurz nur, bis wir das Zeug hier mal fertig haben. Bis es mal fertig geschmolzen ist, dass wir das Zeug verkaufen gehen können. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann sollten wir eigentlich andere Sachen tun noch, ne? Ich weiß halt nicht, ne? Eigentlich sollten wir jetzt hier oben nochmal fertig machen und alles. Ne, gerade das hier oben. Das können wir eigentlich machen. Komm, wir gehen mal hier oben hin und dann machen wir das da jetzt mal als erstes. Machen wir das als erstes. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. So. Jetzt habe ich die Muni vergessen mitzunehmen, ne? Ja. Guter Giga. Das finde ich super. Habe ich vergessen die Muni. Jetzt machen wir uns Muni und ich vergesse mitzunehmen. Naja. Die paar tausend Schuss, die wir da haben, die werden schon reichen. So. Wird schon schief gehen.
Wir werden uns da schon durchballern. Das passt schon. So. So, lass uns mal ausprobieren. Das ist die falsche. Warte, einen Moment bitte. Danke. Mhm. Oh, das sind zwei, ne? Hier ist mal gleich richtig Action. Wir stehen jetzt mal endlich mal wegmachen hier. Danke. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier eigentlich schon wieder hier los? Hier steppt der Bär im Kettenhemd. Alter. Okay. Gib mir jetzt bitte einmal die Spritze, danke. Ich habe auch ganz vergessen, unser Buff-Food zu nehmen. So, und das war doch jetzt mal gar nicht mehr so verkehrt. Ob wir den jetzt brauchen oder nicht, die Pistole, aber wir können dann halt ein bisschen mehr Damage machen mit dem Zeug. Ne? Gerade bei den Season-Dingern. Mit dem kleinen Püppchen über den Kopf. Bei denen können wir dann ein bisschen mehr Damage machen. Das ist dann völlig in Ordnung. So, dann kommen wir hier rüber. Wunderbar. Was müssen wir denn hier eigentlich finden noch? Wir müssen ja einmal alles komplett machen, okay. So, wo schickt uns der Vogel hin? Würden uns wahrscheinlich gleich da reinschicken, ne? Jetzt gehen wir erstmal dahin. Oh, das mit der Muni wird schon noch knackig. Weil wir haben bestimmt schon unterwegs irgendwo andere Muni noch gefunden, dann passt das. Es ist halt nur die Frage, gehen wir wirklich weiterhin auf die Wolfram-Muni? Oder sagen wir einfach, okay, wir nehmen einfach die Kupfer-Muni, weil davon findet man halt ewig viel. Ne? Das müssen wir dann mal entscheiden. Ob das so viel Damage-Unterschied macht. Was ist denn hier nur los? Das ist ein Gebacke zurzeit, ne? Also sie haben echt Probleme. Kommst du auch raus, oder? So. Okay, den haben wir gerade aufgemacht. Okay, dann können wir gleich nochmal die 4 drücken.
Gut, da vorne habe ich die Kiste gesehen. Die können wir dann gleich mitnehmen. Ich bin das immer jedes Mal gigantisch, wie er den riesen Motor da reinstecken kann. Einfach in seine Tasche. So, da hat man schon mal Kiste Nummer 1. Da fehlt uns jetzt noch eine Kiste, die mysteriöse und so weiter und so fort, und dann passt das. Da sind wir Level 50. Sehr schön. Immer her mit dem Bilderrahmen. Also die ist gar nicht mal so verkehrt, die Pistole, ne? Es ist halt nur wegen Spielen halt, das muss man halt gewöhnt sein, dass sie so hochzieht und alles. Aber das ist okay, die ist ja noch nicht mal kalibriert, noch nichts großartig, ne? Haben wir draußen irgendwas rumstehen? Da drin irgendwas? Nö. Drück mal F, wie ein Staubsauger, ihr kennt's. Immer hier irgendwo. Da haben wir was, aber da steht nichts, ne? Müssen wir uns merken, dass wir da drüben noch nicht waren. So, und ihr dürft ja auch eins nicht vergessen, den Hundi nehme ich ja auch selten raus aus der Tasche, ne, und alles. Und wir machen jetzt schon, wenn ihr dann unten links mal guckt, ne, hier unten, also bei dem ganzen Buffs und alles, wenn wir dann mal das Scharfschützengewehr, sage ich schon, wenn wir dann unsere Sturmgewehr mal draußen haben, und dann guckt doch mal, was da eigentlich alles gerade angeht. Ohne Hund. Ist das schon ganz schön viel. Das ist auch völlig in Ordnung. So. Halt. So, jetzt können wir mal gucken unten, was dann da eigentlich immer alles angeht. Das war jetzt nicht alles, aber es war so einiges schon. Da holen wir nochmal Hundi raus. So, aufgeräumt. Also, ihr seht schon unten, ne? Wir stacken ganz gut, umso länger es geht. Also, das passt schon. Ja, also das Bild ist echt stark. Jetzt kann man das auch noch mit einem LMG bauen, zum Beispiel. Geht natürlich auch alles. Also das ist schon, schon stark. Aber so wie das eigentlich aussah, ist eher dieses Feuerbild, was ich vor der Season hier gespielt habe, glaube ich, ein Ticken stärker. Also wenn das dann mal Vollgas ausgebalanced ist. So, das haben wir alles eigentlich. Jetzt brauchen wir nur noch die Kiste. Jetzt passt mal auf. Mods haben wir mal wieder gekriegt. Das ist, brauchen wir alles nicht. Die Rüstungsmod. Donnerschlag, schade. Stromstöße. Hier haben wir ein paar Belohnungen gekriegt. Die können wir mal abholen. Das ist halt was anderes da unten. Was soll ich denn jetzt gucken? Ach so, nicht Baumenü. Wiege. Wir haben nämlich den nächsten Punkt hier gekriegt. Na? Den letzten. Was kriegen wir denn hier? Sternstaubproduktion. Du kannst Sternstaub zerfalls kann Sternstaubquelle im elektrischen Schmelzofen eingesetzt, um Säure zu erhalten. Na, Senna, okay. Aber Sternstaubquelle, das sind doch diese kleinen Dinger da, ne?
Okay, Sternstaubregulator. Sternstaubregulator erhöht 70% deiner LP sofort und erhalten ein Schild in Höhe von 30% deiner Max Life. Das hat eine Ablinkzeit von 30 Sekunden, unabhängig davon von dem Aktivator Ablinkzeit. Und kann bis zu 15 Mal eingesetzt werden, okay? Dann verwende dies, um einen Inhalt der Siedlungsbeutekiste zufällig zu erhalten. Und Gewehrturm 30%, Gewehrturm SND 30% Haltbarkeit und Angriffe auf Ziele lösen den Abprall-Effekt aus. Mhm. Also die zwei hören sich gut an und er. Was benutzen wir mehr? Wir machen das da. Komm. Erstmal. Wir können das ja immer noch wieder tauschen und alles, ne? Das geht alles. Dann haben wir hier den Funkenschmied. Ja, das heißt, wir schalten noch mehr Zeug frei. Ja. Jetzt lassen wir aber mal den Schmelzer. Weil so viel Strom brauchen wir aktuell nicht. Und da sind wir, glaube ich, Max-Level, ne? 50. USB-Stick. Dann sind wir dann mal Max-Level. Das ist doch auch mal nicht so verkehrt. Dann hätte man das. Dann können wir weiter hochgehen. Aller Krischer, Drehwurm. Nein, hier ist niemand. Ja, die rasieren wir jetzt mittlerweile ganz gut. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also mittlerweile rasieren wir die echt gut. Wir haben jetzt, gut, er hat sich jetzt da hingesetzt. Das war jetzt gut für uns, weil dann konnte man schön in den Kopf ballern. Klar haben sie jetzt auch nicht so ein hohes Level und so weiter und so fort. Aber das passt schon. Das war jetzt nämlich gerade eine Elite. Na? Was ich auf jeden Fall reinmachen möchte, ist für, auch für die Normalos, dass wir da mehr Damage machen. Weil die begegnen euch mehr als Elite oder sonstige Sachen. Ja, da sollte man das schon mal mit reinnehmen. So. Okay. Sollten gleich nochmal eine Spritze nehmen. So. Natürlich wieder die ganzen Material mitnehmen, dass wir auch was Zeug bauen können und alles, was wir dann eigentlich bald nicht mehr so brauchen in der Hinsicht. Wir brauchen dann wirklich eher Wolfram und die Sternstaubquellen. Das brauchen wir dann eher. So, wir gehen hoch. Wunderbar. Ja, Sternstaubquelle, ja, genau. Die sind's, die brauchen wir dann. Und davon brauchen wir jede Menge. Gerade beim Aufleveln von unseren Waffen und alles jetzt dann noch. So. Die freundlichen Herren da vorne nehmen wir mit. Hier gibt es gar nichts zum Mitnehmen. Nicht? Das ist natürlich super.
Munition verschwendet, hat sich gelohnt. Ah, hier, ich mir mal einen Schluck Kaffee. Was haben wir hier oben? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Wenigstens irgendwas Kleines? Ne, gar nichts. Cool. So. Dann gehen wir mal runter zur ersten. Wo ist denn die andere gewesen eigentlich? Die ist da oben drauf, ne? Naja, dann müssen wir halt wieder zurück dann. Die ist da hinten. Ich muss gerade überlegen. Wir müssten eigentlich wieder zurück, ne? Jetzt machen wir erstmal die hier oben. Und dann gehen wir da runter. Weil jetzt haben wir hier oben alle schon so gut wie geklärt. Dann sollten wir das da vorne dann auch machen. So, ich nehme mal eine Spritze, dass wir jetzt einfach mal full life sind. Und dann ist gut. Jetzt müssen wir da hoch. Wo kommen wir denn? Da vorne hoch vielleicht? Weil da drinnen ging es ja nicht mehr hoch. Glaube ich. Ja, stimmt ja. Der Aufzug. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, da rasieren wir ihn komplett weg. Also wenn das noch alles an ist, dann rasieren wir sie ja komplett. Also es ist, die zweite Waffe ist perfekt für den Boss mit. Dann, also wenn wir Silos laufen oder so. Das ist nahezu perfekt. Sehr schön. Ah ja. Dann haben wir unsere Zweitwaffe. Dann nehmen wir einfach jetzt dieses Mal ein bisschen Nahkampf und also ein bisschen Mitteldistanz und dann ist gut. Muss nicht immer das Scharfschützengewehr sein. Das hat sich auch gelohnt hier oben. Man will halt doch irgendwie nicht alles wegmachen, ne? Also man will nichts vergessen. Gut, das juckt ihn nicht mal. Also da ist so zielen besser. Wer hat hier geredet? Ah. Dann laden wir nach. Dann lade doch mal nach. Ich lasse dir die Zeit noch. Ich glaube, die ist da unten, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also die mysteriöse Kiste. Einmal das komplette Gehirn auf der Ding verteilt. Auf der Wand. Das arme kleine der Hirn. Ja, ja. Oh. Oh. Was ist denn das für einer? Ah, neuer Schmetterling. Okay, ein neuer Matterling. So, wir brauchen wieder die Spritze. So, dann können wir jetzt mal von hier aus schön aufräumen.
Danke. Mach mal auf. Danke vielmals. Oh. Das war Reflex. Da ist die Kiste. Und dann haben wir alles. Nur noch die Spaltanker. Nur noch die Spaltanker, dann sind wir durch. Oder den einen halt unten. Und dann können wir wieder heben. Sehr schön. Vielleicht gehen wir mal auch in den nächsten Ding wieder ein Silo laufen. Oder 2, 3. Für die Mods. Die wir ja auch gebrauchen könnten. Es müsste ich nur noch mal gucken, was wir da noch mal genau farmen sollten. An Mods. Ne? Also was heißt genau farmen sollten? Ich weiß schon, was wir brauchen, aber ich meine, was wir jetzt schon mal haben, was wir jetzt erstmal aber ACTA legen können, dass wir erstmal alles so ein bisschen hinkriegen und dann kann man immer noch gezielt danach farmen gehen. So. Hat die Muni doch gehalten. Süß. Dann haben wir das. Sehr schön. Haben noch schön Plastik und alles mitgenommen. Das ist auch sehr gut. Ich sag ja, wir sind ja eigentlich von der Rüstung her und alles fertig. Wir müssen nur noch aufwerten. Dann haben wir's. Wunderbar. Dann hätten wir das mal erledigt hier. Hätten wir das geklärt. Sehr schön. Eigentlich sollten wir jetzt auch noch hier hingehen. Ich guck mal nach der, zwischen der Folge, was wir so brauchen, gebrauchen könnten an Mods, ne? Dann gucken wir mal, was wir da gebrauchen können und dann gehen wir danach ein bisschen farmen. Also, machen wir ein paar Silos farmen dann. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.